Hallo Freunde, willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel mit dem Känguru, mir. So als Intro ein bisschen weird, oder? Ich glaube nicht, dass ich das lange durchhalten könnte. Das entspricht wenig meiner phlegmatischen, ironischen Art und Weise, dieses aufgeregte YouTuber-Zeug. So, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg nach Elendspitze, dem Ort, wo anscheinend der Klingenstandartenträger, der Klingenträger-Kran rumfällt. Wir haben hier noch einen riesengroßen Quest-File, weil wir den Bruchgassen und welche Schätze heben sollen. Ist aber eine Daily-Quest, das machen wir die jetzt nicht. Sondern wenn mir danach ist, obwohl ich nicht richtig weiß, habe ich eine Bruchkassenquest, sag mal so, das ist... Ach, das da ist Elendspitze, die kleine Hütte! Ich dachte, das ist voll, das klang halt wie voll das Schloss oder so. Wir könnten aber bei der günstigen Gelegenheit mal gucken, ob wir vielleicht doch nochmal auf dem Weg dahin, in der Wiege der Abscheulichkeit, diesen Manticore umhauen können, weil das würde sich anbieten. Guck mal, hier ist nämlich auch ein Portal nach Ferngrab. Okay, wir hätten noch einmal Platz der Portale gehen können. Da ist die Tochter Falsch Metal. Die ist in der Tat sehr in der Nähe von Elendspitze. Obwohl, technisch gesehen, Ferngrab noch wesentlich näher dran ist, weil das Portal halt quasi in der Ecke steht. Also, ich weiß wirklich nicht, warum dieser lustige Mensch da so na, wie ist der denn? Selveni Andalor. Warum der sich so viel Sorgen gemacht hat. Wie gesagt, die moralische Entscheidung war halt irgendwie ziemlich schon Panne. Es ist gerade Nacht hier. Gibt es hier Tag- und Nachtzyklen? Das ist dieses Prinzip von Orten, an denen es keine Tageszeiten gibt. Zum Beispiel U-Boote, Raumschiffe. Obwohl, Raumschiffe haben... Naja, die orbiten dann. Wo man, die haben auch nicht richtig Tageszeiten. Oder aber halt andere Ebenen oder also andere Realitäten. Ist immer wieder recht interessant, vor allem die Auswirkungen auf die menschliche Psyche. Aber wie war das, dass wenn Menschen in den U-Boot sind, denn, also wenn die in so einer Bunkersituation sind, dann fahren, dann gehen... Ach, scheiße, das Vieh ist gerade tot, ne? Dann gehen Menschen auf so einen natürlichen Drachen. Ah, Drachen. Einfach nur Drachen. Okay, das ist natürlich ein sehr interessanter Name. Okay, das war anscheinend der lustige Manticore, den ich eigentlich umhauen sollte. Aber nicht hab. Ich frage mich, was für Respawn-Zeiten hat. 10 Minuten. Aber wir können auf jeden Fall schon mal die Gefangenen retten, wenn wir schon mal hier sind. Was ist denn dieses. Wie lange hält denn das an, dieses komische Gift? Alles ist verschwommen. Der hat eine ganz coole Rüstung. Sie ließen uns zurück, damit es uns frisst. Dieses Ding. Der hat so ein, das sieht aus wie dieses Powerwalking, sein Helm, den er da aufhat, dieser mit hinten mit diesen Dingsbums. Obwohl ich nicht weiß, ob das eigentlich ernst gemeint ist. Also, er hat sogar noch eine Waffe in der Hand. Ist das nicht toll für ihn? Oh. Ah. Eigentlich sieht die Rüstung, die sie anhaben, ganz witzig aus. Oh, mein Kopf. Die Stimme. Wäre ich nicht so aufgewühlt, würde ich die erwachende Flamme zur Rechenschaft ziehen. Wenn ihr eine Pause machen wollt, von mir. War das die Stimme von Evelyn? Die kam mir gerade so unfassbar bekannt vor, die Stimme. Noch ein Gefangener. Das ist ja die Frage, ob ich dieses komische Manticore-Vieh umhauen möchte. Aber da ich das mir gerade viel entgegenkommen kam, glaube ich. Ich fühle mich nicht gut. Ich verschwinde von hier. Ihr solltet das auch. Hey, da war der gute Martin Sabel. Wir erinnern uns, den Synchronsprecher, den ich mir wieder erkenne. Dessen Namen ich mittlerweile sogar auswendig kann. Ja, eine ganz interessante Rüstung hier. Nee, gut, dann warten wir doch erstmal ab, bis dieses Vieh wiederkommt. Das wird ja wahrscheinlich dauert. Das ist nicht. Also man kann sich ja Zweigling. Es gibt einen Skin als Zweigling. Ich meine, das sieht ein bisschen weird aus und erinnert mich so ein bisschen an diese Drachenform in Dark Souls. Ich mache viel zu oft Dark Souls Verday. Es sieht irgendwie ganz witzig aus, ne? Mutter der Erfindung. Meisterhandwerker. Also zumindest passt der Titel. Oh, warte mal, was heißt das? Ich wurde gebufft. Yay! Ja, es sammelt sich schon ganz schön viele Spieler. Ich glaube, das geht hier bald los, oder? Mit Taubitze. Das Vieh hat das Vieh 20 Millionen oder 2 Millionen Lebenspunkte? Ich kann ja mal ein Buffhut essen. Es hat. 2 Millionen. Das ist nicht viel. Da muss ich auf jeden Fall reagieren, wenn das Vieh erscheint, ne? Na gut, wir hauen das Vieh mal eben oben. Ich glaube, die 3 Sekunden haben wir auch. Danach geht's weiter nach Elendspitze. Oh, 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 es geht los. Schnell, schnell. Ah. Man kann dem Vieh noch gar keinen Schaden machen. Schnell, Papa. Oh Mann, ey. Ah, nein, hoffentlich zählt es trotzdem. Okay, gut, es hat getötet. ja, es ist nicht allzu viel Zeit vergangen in der echten Welt, während ich das hier kurz pausiert habe. Okay, das Vieh droppt einfach gar nichts, nice. Oh, schön, es liegen zwei Leichen nebeneinander. Aber hey, ich habe mal Hefe dafür gekriegt. Ich habe anscheinend nicht genug Damage gemacht, um Verteidiger zu. Na, schön. Ja, ich habe gerade meinen Kaffee geschnupft, sehe, wie dieses Vieh immer wieder aufsteht. Aber so wie es aussieht, hätte ich mich gar nicht beeilen. Na gut, wir müssen reiten wir weiter. Schön, dass wir diese Quest auch erledigen konnten. Ich glaube, es hat nicht so viel Zeit gedauert. Es ist eine gute Sache, dass ich jetzt die Aufnahmen pausieren kann, ohne schneiden zu müssen. Weil das für mich sehr viel Aufwand spart. Weil dadurch kann ich jetzt so die Sachen machen wie dumm mal kurz rumwarten und dass es wirklich schlimm ist. Außer, dass es für mich schlimm ist, weil ich technisch gesehen gerade Mittagspause habe und ich die Zeit hinterher nacharbeiten muss. Ich nehme die Sachen hier meistens am Nachmittag auf und naja, ich
habe halt irgendwie eine halbe Stunde Mittagspause, aber das ist halt, ich muss mich ja nicht wirklich nach einer halben Stunde wieder einloggen. Ich kann aber einfach länger machen. Ich könnte auch quasi jetzt zum Sport gehen, wenn irgendeine Sporthalle offen hätte. Und das mache ich quasi immer während meines Arbeitstags. Homeoffice, yay. Das Problem ist bloß, wenn ich rumwarte, denn dann kostet mich das halt nicht nur eine halbe Stunde. Also eine halbe Stunde muss ich ja sowieso Mittagspause machen, Arbeitszeit gesetzt und so, aber dann kostet mich das halt nicht nur eine halbe Stunde extra, die ich den nach ranhängen muss, sondern halt mehr. Also so viel, wie ich halt gewartet habe. Weil ich ja meistens mal eine Stunde hintereinander weg aufnehme. Naja, nun, wie dem auch sei, aber für dich, lieber Zuschauer, und du bist mir noch am wichtigsten, nee, ist normal, der Tratter, ist keine Zeit vergangen. Und darauf kommt's an. Und dabei kann ich sogar diese nervigen MMO-Teile machen. Die letzte Narrentöterin pflegt immer noch Umgang mit Sterblichen. Einen Klingenträger, der seinen Horizont erweitern sollte. Überreist einen sonderbaren Pfad, Lyrant. Ich verbünde mich nicht mit Kühen wie euch. Ich habe auch kein Bündnis angeboten. Sterbliche, sprecht mit Rynkios. Erzählt ihm von der Flammenwirbelfeste. Das ist interessant, dass sie die letzte Narrenschlechterin ist. Also wir wissen ja, dass sie heißt ja im Englischen heißt sie Lyrant Foolkiller, weil sie den Narren irgendwas klaren. Also wir haben ihr ja geholfen dabei. Im Grunde aber, ist ihr Clan wirklich verbannt, so in dem Sinn? Also ich habe mich in die Origin-Story nicht mehr so richtig erinnert. Na gut, hallo Lyrant. Rynkios mag keine Sterblichen und ist nicht gerade erfreut, mich zu sehen. Das spielt keine Rolle. Er hat einen scharfen Verstand. Er wird den Nutzen darin erkennen, Informationen auszutauschen. Sprecht mit ihm und erzählt ihm, was wir in der Flammenwirbelfeste gefunden haben. Als Daedra dumm zu sein, ist doch echt nervig, ne? Vor allem, wenn du dieses lustige Level an dumm hast, wo du weißt, dass du dumm bist. Ja, ist sicher, das stimmt. Aber du halt nichts dagegen machen kannst. Weil du halt dumm bist. Achso, du merkst halt ja, ich bin... Was ist da oben eigentlich für eine Insel? Die da. Waren wir da schon mal? Also da muss es ja eiskalt sein, aber trotzdem. Waren wir da schon mal? Und was ist das da? Ah, Grauheim anscheinend. Na gut. Die Frage... Ah, vor allen Dingen da oben Grauheim. Wir haben ja nur den obersten Zipfel gesehen, ne? Ah, es gibt noch einige interessante Inseln. Da wissen wir auch nicht, weil... Na gut, das ganze Land ist noch nicht bereist. Naja gut, reden wir erstmal mit ihm, aber was ist das hier? Militärische Dämora. Schön. Dragonfire Khajiit. Wie schreibt man Khajiit, glaube ich, anders? Egal. Hallo Rynkios, grüße dich. Sterbliche in den toten Ländern existieren nur, weil Merunes Dagon sie duldet. Sie kriechen vor ihm in seinem Kult und schuften als seine Sklaven. Oder sie schleichen sich davon und verbergen sich an Orten wie diesem. In der Hoffnung, dass er sie vergisst. Zu welcher Sorte gehört ihr? Und warum sucht ihr die Klingenträger? Musst du ja mal so überladene Fragen stellen. Das ist ja schlimm. Kann ich einfach sagen, ja? Ist er denn zufrieden? Ich meine, das wäre eine kurze, gute Antwort, oder? ich habe ein Schwert gefunden. Wie erklärst du dir das? Kein Klingenträger würde freiwillig eine Festung betreten, die Fürst Dagon treu ist. Ich bin auf der Suche nach den Clanmitgliedern, die verschwunden sind. Ihr sagtet, ihr hättet eines unserer Schwerter in der Flammenwirbelfeste gefunden. Sagt mir, was wisst ihr über den Orden der erwachenden Flamme? Eigentlich ziemlich viel, oder? Wenn man so darüber nachdenkt. Das Ding ist, wie genau können denn ihre Mitglieder eigentlich verschwinden? Müssten die nicht auch wieder auftauchen? Oder müssen sie... Ich habe das ja so verstanden, dass die Daedra eigentlich, also zumindest die irgendwie den gleichen Ursprung haben oder der gleiche Typ sind, die kommen eigentlich in der Regel am gleichen Ort wieder. In irgendwie in der Chaos-Kreatia. Okay, wie auch immer das Zeug auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich mal mit K. Muss man die dann noch finden? Oder sind die relativ leicht zu finden? Weil ich weiß noch nicht so richtig, wie Daedra eigentlich zwischen den Ebenen reisen, ne? Er hat versucht, meine Welt und Dagon auszuliefern, indem er sie mit den Tunneln verschmelzen wollte. Das habe ich aufgehalten. Nachdem ich vorher Molag Bal aufgehalten habe, der versucht hat, die Welt mit den... Das ist so ein Stick von denen, dass sie die Welt verschmelzen wollen, ne? Also diese Ebenenverschmelzung, das ist irgendwie... Wir müssen ja auch was Neues ausdenken, diese Idee, das ist ja schrecklich. Ja, genau das. Ein wagemutiger Plan. Merunes Dagon hat schon zuvor Reiche der Sterblichen verschlungen. Oder zumindest Teile von ihnen. So wie die Siedlung, die ihr hier vor euch seht. Ihr habt Glück, dass der Plan fehlschlug. Was führt euch nun in die Totenländer? Rache? Eigentlich offiziell natürlich irgendwie Welt retten und so Zeug, aber inoffiziell, wenn wir es mal so in einer Metaebene sehen wollen, bin ich quasi in der gleichen Situation wie Lyrant, ne? Ich hab halt einfach nichts Besseres zu tun.
Ich mache das hier für die Story. Mich interessieren Geschichten. Das sage ich auch jedem, der mir zuhören möchte. Irgendwie will mir keiner zuhören. Ich bin hier, weil ich Geschichten mag. So. Eine neue Gefahr. Die Dagonisten haben eine Maschine gebaut, um Verkörperungen zu erschaffen. Ungeheure, die meine Welt bedrohen. Wenn Dagons Diener meine Kühen niedergemacht haben, um diese Maschine zu schützen, werde ich sie bestrafen. Doch erst müssen sie aufgespürt werden. Meine Späher sind vor ihrem Verschwinden Gerüchten nachgegangen, die sie zu Zinoas Kerker und Jüns Gießerei geführt haben. Ich werde dort anfangen. Ihr könnt mich begleiten. Der große Kühn läuft mit einem Menschen umher? Also, das Problem ist so ein bisschen an diesen ganzen Daedra, dass die uns immer vorgestellt werden, ja, sie mögen Sterbliche nicht so. Und dann, keine 5 Minuten, heißt es so, ja, kannst du nicht mitkommen. Weißt du, also... Vom Writing her, klar, das würde natürlich wesentlich mehr Zeit brauchen, Exposition und dementsprechend mehr Voice Acting, also Synchronsprechertum. Und das wäre natürlich teurer, aber manchmal fehlt mir das auch ein bisschen. Auf der anderen Seite jetzt mal den Teufelsadvokaten an der Stelle auch noch weiter. Wenn sie das machen würden, wärst du MMO-Spieler, wenn du also wirklich nur das spielst zum Leveln, weil du eigentlich das so spielen willst, wäre es natürlich ein bisschen langweilig, weil du müsstest dann viel mehr Dialoge durchklicken, wenn es dich halt nicht wirklich interessiert oder du das halt eher so im Schnelldurchlauf machst und sagst, ja, okay, jetzt hör auf zu sammeln, interessiert mich eigentlich nicht. Das ist halt so ein bisschen das Ding, ne, für mich jetzt hier als mittlerweile doch recht tief verloren Nerd, oder sich hier halt um diese Geschichte kümmert, der dieses ganze, dieses Worldbuilding halt wichtig findet. Ach, dieser scheiß Anglizismus, ne? Naja, auf jeden Fall. Das für mich ist das, mir geht das halt also irgendwie zu schnell, oder dass das halt einfach nicht richtig ausgearbeitet ist. Das ist, finde ich, handwerklich halt schwach. Das ist meine Kritik jetzt an der Stelle. Aber an sich verstehe ich auch, dass es gute Gründe gibt, das so zu machen, ne? Ja, naja, gut. Unabhängig davon allerdings. Achso, eine Sache noch, off-topic. Ich schlage das schöne Wort für Homeoffice stattdessen Heimschreibstube vor. Schreibstube ist auch viel besser als das Wort Büro, nicht wahr? So, zurück zum Thema. Okay, erzähl mal von den Orten hier. Natürlich erzählt er mir davon, weil er mag zwar keine Sterblichen, aber klar, jetzt unterhält er sich mit solchen. Jünt ist eine Tremora, Kynandatin. Sie studiert Relikte und Maschinen. Xenoras ist ein Xivilei. Er studiert Schmerzen. Sie sind beide Untergebene von Vakynas Nokvors, über den ihr berichtet hattet, dass ihr ihn in der Flammenwirbelfeste getroffen habt. Hab ich? Also... erwähnt habe ich das jetzt namentlich nicht so, aber nice, so gut, dass Lirant mal wieder erzählt hat. Okay, das ist also, eine Kynandantin ist also eine Kühn, die Kommandantin ist, oder was? Also, naja gut, kennen Sie sich mit Valkyndas Novgorod schon aus? Ich meine, wir sind ja auch schon begegnet, nicht wahr? Wenn Dagons Ziele unseren in die Quere kommen, kämpfen wir allzu gern gegen seine Schergen. Fürst Dagon weiß das und heißt es willkommen. Wir sind dem Vakynas schon in der Schlacht entgegengetreten. Diese Sache mit Geheimnissen der sterblichen und verschwundenen Dremora ist allerdings neu. Ach so. Ja, okay, ich bin ja auch dumm. Also, sie haben doch darüber... Schwester Seldina hat doch darüber geredet, dass es schwierig ist, Daedra zu finden für ihre komischen Experimente. Und Olle Novgorod möchte ja vielleicht nicht unbedingt seine eigenen Leute raushauen. Wem hat er also genutzt? Richtig, Bär! Von den Typen hier, von den Klingenträgern. Wäre irgendwie sehr logisch, ne? Das hätte man natürlich auch viel früher schon zusagen können. Naja, gut. Ich hab's dann auch gerafft. Yeah, juhu. Ja, erzähl doch mal was von deinen verschwundenen Clanmitgliedern. Die Klingenträger kommen jeden Zyklus nach Elendspitze. Es bietet uns einen Ort, um unseren nächsten Feldzug gegen rivalisierende Clans zu planen. Als einer unserer Kriegstrupps nicht eintraf, entsandte ich Späher, um ihn zu finden. Sie erstatteten einmal Bericht. Danach verschwanden auch sie. Tragödie. Ich fragte mich die ganze Zeit, warum eigentlich Dagon nicht eingreift, wenn andauernd irgendwelche freien Elemente hier rumlaufen und quasi seine Pläne zunichte machen. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir wissen doch, dass Daedra sich verdammt nochmal langweilen, ne? Das ist dem eigentlich scheißegal. Also das, ich meine, seine Pläne haben ja so eine gewisse Eventualität, so eine gewisse Endgültigkeit. Oder Unvermeidbarkeit, das passiert halt. Aber bis es denn soweit ist, kann er sich ja die Zeit lustig damit vertreiben, ne? Also das ist halt, seine Pläne passieren schon oder passiert nicht, das ist ihm eigentlich egal. Also,
es gibt ja so verschiedene Levels von Igalen. Dagon ist halt auch so auf dem Niveau mit, naja, das wäre schon geil, wenn es passieren würde. Also da tue ich schon mal ein bisschen was für. Aber wenn es jetzt komplett schief geht und was anderes Entertainment passiert, dann sei es so. Und halt diese Streitigkeit mit den anderen. Ich meine, er könnte das ja unterbinden. Er ist ja an sich der absolute Herrscher in den Totenländern. Aber das ist ihm egal. Weil es interessiert ihn schlichtweg nicht. Es ist diese Ebenenverschmelzung ist halt so eine Jahresaufgabe für ihn. Aber ja, wenn das halt schief geht oder weil sich da irgendwelche komischen Dera gegeneinander die Köpfe einklagen, dann ist das halt auch entertainend für sich, wenn Novgorod versagt hat. Das ist halt auch so ein Ding. Ja klar, da hat das mit der Ebenenverschmelzung halt dieses Jahr nicht geklappt. Machen wir nächstes Jahr. Was ist denn noch so? Eigentlich hat er wahrscheinlich Angst davor, Erfolg zu haben, oder? Weil dann gibt es doch nichts mehr zu tun. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich unsere lustige Zwielichtprinzessin da eigentlich vorgestellt hat, was sie macht, wenn sie die Macht über die Türme erreicht hätte, die Realität als solche zusammenhalten. Weil dann gibt es nämlich auch nicht mehr allzu viel zu tun, wenn man das einmal hat. Na gut, wo finde ich die Bienen? Künandantin Jünd ist Aufseherin in einer Gießerei im Karg, unweit von Elendspitze. Synoas ist der Kerkermeister eines Kerkers in der Sänge, ein Ort des Leidens. Meine Späher haben berichtet, dass beide mehr über die Angelegenheiten der Sterblichen herausfinden wollen. Jeder auf seine Art und Weise. Ich würde jetzt spontan raten, dass Jüns Technik ein bisschen besser ist. Na gut, warum ist so nicht das für Sterbliche interessieren? Es ist ungewöhnlich, dass zwei hochrangige Diener von Valkynas Nokvor sich plötzlich für Sterbliche interessieren. Ja. Nokvor hat für euresgleichen nur Abscheu übrig. Wäre das alles? Ich werde langsam ungeduldig. Ich frage mich ernsthaft, warum die keine Geduld haben, die Typen. Die haben alle Ewigkeit. Müssten die nicht eigentlich sehr langsam in jeder Entscheidung sein? Ich meine, das ist so das typische Ding, was bei den Elfen immer auftaucht, ne? Dass die Elfen sich halt irgendwie für alles Ewigkeit lang brauchen. Genau wie die Zwerge. Siehe auch, ich habe ja neulich mal eine Serie geguckt, hier die LOL-Serie Arcane, die übrigens wesentlich besser ist, wenn man LOL nicht kennt. Wenn man am besten null Ahnung von LOL hat, ist die Serie nochmal ein Stück besser. Sie ist echt gut, auch handwerklich komplett von den ganzen anderen Zeug ab. Hat mit dem MOBA auch nichts zu tun, ist wirklich sehenswert. Auf jeden Fall, da gibt es die Yordles. Und ein Charakter, der da auftaucht, ist Heimerdinger, das ist so ein Tüftler, der... Ein bisschen kleiner, die Heimatdinger, die Yordles sind recht klein. Und die sind anscheinend recht langlebig, war mir auch nicht so bewusst. Und das schlägt sich halt nieder in seinen Charakter. Weil Heimatsonger halt irgendwie so ist, naja, noch 10 Jahre, dann haben wir die Technik auch raus. Die können wir doch abwarten, oder? Und die Menschen gucken sich alle gierig an und sagen, was, 10 Jahre, bist du das Wahnsinn? Alter, so lange leben wir nicht. Naja gut, hat Durant noch was zu sagen? Ihr und Rynkios könnt seinen vermissten Klingenträgern nachjagen. Ich kehre nach Ferngrab zurück, um mich nach Gerüchten über Schwester Seldina oder den Kataklysten umzuhören. Und um vielleicht nachzusehen, ob die Anachoretin sich an irgendetwas Neues erinnert. Ich suche euch auf, sobald euer Werk getan ist. Willst du nicht mitkommen und so? Die Klingenträger sind berüchtigtermaßen vorsichtig bei Außenseitern. Und sie misstrauen kühn, die dehnbarere Ansichten bezüglich Ehre und richtigem Verhalten haben, als sie es tun. Ich gehe meinen eigenen Weg. Manche Dremora finden das seltsam. Denkt ihr, dass mich das kümmert? Per Definition wahrscheinlich eher nicht, ne? Na gut, kann ich den Typen trauen? So sehr, wie ihr mir trauen könnt. Also nicht. Sollten seine Klingenträger durch die Hände der Dagonisten oder weil Kühners Nokvor gelitten haben, habt ihr einen gemeinsamen Feind. Erinnert ihn daran. Ein zeitweises Bündnis mit dem Feind meines Feindes? Das versteht Rynkios. Ja, aber ich stehe ja nicht wirklich in Feindschaft mit ihm. Eigentlich stehe ich außerhalb der Dinge, oder? So mehr oder weniger. Ich dachte, er ignoriert mich einfach nur. Na gut, und das glaubst du wirklich, du kriegst noch was im Fernrad raus, nachdem wir extra den ganzen weiten Weg hier rausgelaufen sind, die ganzen 100 Meter? Willst du jetzt wieder zurück, oder was? Irgendwie gelangen Nachrichten immer in die Nexus-Stadt. Vielleicht weiß jemand mehr über die Kataklysten. Falls das nicht klappt, habe ich vor, den verschwundenen Erinnerungen der Anachorete nachzugehen. Irgendetwas stimmt daran nicht. Sie weiß auf jeden Fall mehr als das, woran sie sich erinnern kann. Ich frage mich, was aus diesen Lehrlingen bzw. Aspiranten geworden ist, den wir da mal getroffen haben neulich. Roso, bleib wachsam. Vielleicht kehren unsere kleinen Geschwister zurück, während ich fort bin. Ja, sicherlich doch. Wir erinnern uns daran, als ganz am Anfang haben wir für die Anachoretin haben wir einen Informanten getroffen. Und. Naja. Der kam jetzt so wenig wieder vor, habe ich das Gefühl, ne? Der wurde nicht weiter erwähnt. Naja, Judy, wir gucken uns mal noch ein bisschen in Elendspitze um, aber beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ist es so, ne? Mach's gut, bis dann. Ciao.